Aufbewahrungsanlage. Ja, die Weltraumkrabben haben hier ziemlich gewütet. Platz. Aber wenigstens gibt es hier wieder einen Gürtel, der. Ja. Wenn man sich mal so dran gewöhnt hat, ist es echt. Hui. Da drüben war doch was. Ach, du hast gerade weggesammelt vor meiner Nase. Mhm. Aber wer ist jetzt hier der Lootfinger? Ich bin Lootfinger. Ja, die drei Kisten da hinten? Und fertig. Alles weg. Alles weggesammelt. Yeah. Ich geh da mal lesen. Backup-Plan. Das Kontrollzentrum ist maximal ausgelastet. Ich lage die restlichen Roboter in dieser neuen Anlage, bis wir startbereit sind. Man braucht immer einen Backup-Plan und diese Reserve sollte mehr als ausreichen. Als nächstes muss ich an einem Sicherheitssystem arbeiten, um diese lästigen Arachniden vom Hals zu halten. Ja, hat ja super funktioniert. So, dann drückt man da mal. Reparatur wurde ausgesandt. Na, ausgesandt. So, dann reparier mal. Wir retten dir dabei den Arsch. Wir kriegen Gesellschaft. Pass auf den Reparaturbot auf. Der Bot kann nicht gleichzeitig kämpfen und Reparaturen durchführen. Ach, was. Helfen Sie unserem kleinen Freund. Ach, du hab mich doch geheilt, ey. Vom Far Cry 5 und dem anderen DLC haben die Begleiterwegs noch hochgeheilt. Wieder. Ja. Ja, aber. Der Typ ist ja unnütz, ey. Mit was soll er denn heilen? Ja, was will ich, ey. Vorsichtig, Mann! Das hier ist nicht die freundliche Art von Düne. Das ist die Art voller Sand und gruseligen Viechern. Und die nähern uns aus der Bauungsanlage. Ja, die Weltraumkrabben haben hier ziemlich gewütet. Sie sollten vom Sand weg. Ja. So, dann packe ich mal das Ding da rein. Terminal beschädigt. Ja, ja. Reparaturbot ausgesandt. Wir kriegen Gesellschaft. Pass auf den Reparaturbot auf. Der Bot kann nicht gleichzeitig kämpfen und Reparaturen durchführen. Helfen wir unserem kleinen Freund. Achtung, mehr Weltraumkrabben! Wir schießen erst und trinken dann später mit unserem kleinen Freund. Zwei gleichzeitig raus. Reparaturbot ist so konzentriert, Mann. Toller Kerl. Wie dieser Kollege aus Arbeit, der die ganze Arbeit macht, während alle anderen bewundern, wie toll er arbeitet.
Aua. Hinter dir. Den hat dich nicht gesehen. Der hat mich gerade gekillt. Na komm schnell. Na, wo bist du? So. Roboteraufbewahrungsanlage hergestellt. Oh ja, den hast du es gezeigt. Ich und der Reparaturbot müssen mal Nummern austauschen, von wegen Netflix und chillen, Mann. Komm, da drüben liegt noch mehr. Cool. So. Ja, ganz hinten habe ich jetzt noch was auf dem Dings. Was ist das da oben? Ja, ein Roboter. Das ist auch so ein Drogenfeld an der Ecke, sehe ich doch schon. Ja, das sehe ich auch. Was zum... Erstmal hochsteigen und dann hintersiegeln. Auf in die Drogen. Energiezelle. Und Kopfsturz. Daneben, schade. Ich dachte, ich könnte da jetzt Kopf über so reinsegeln, was? Leider nicht. Boah. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Schon wieder halb fünf, ey. Weltraumchat verfügbar. Ich bin bei Larry und hier schwimmen Felsen und da ist eine große Antenne am Himmel. Das ergibt keinen Sinn. Das ist also ein Nussknacker, das ist eigentlich voll cool. Brauch ich. Bah, unentschieden. Ich sag dir was, es klingt, als würde dein Unterbewusstsein was verarbeiten, Alter.
Wenn ich raten müsste, dann steht die Antenne für deine Tochter und die Peggys für ihre zukünftigen Verehrer. Und das macht das Terminal zu ihrer... Naja. Versteh schon. Du solltest sie von diesem Terminal fernhalten, wenigstens bis zum College. Meine ja nur. Du bist schon wieder auf dem Weg nach oben. Oh. Verdammt. Ich bin verbrannt. Alter. Mach den wenig heilen. Warum auch immer. Weil du komplett tot bist, ne? Hm? Du bist komplett tot, ne? Jetzt bin ich komplett tot. Jetzt dann bitte kurz warten, nicht in die Luft hüpfen, weil ich das dann bald einen Respawn habe. Respawn. Ketzer ist da unten. Moment. Ketzer. Dann ist da drin eine Energiezelle. Die musst du dir holen. Schon geholt. Ja, geschafft. Du bist der... Der Typ, ne? Der Nussknacker unterstützt bei Feuermodi, okay? Wusste ich gar nicht. Also diese N erinnert mich ein bisschen an den. Echt tiefgründig, Alter. Ein bisschen an den Roboter von Portal. Ja, ein bisschen, vielleicht. Weiß ich nicht. Nee, mit. Wir müssen machen, was sie sagt und sie weiß alles besser und. Hast du nicht gesehen, das meine ich. Ist verfolgt. Nee, ich wurde sogar vergiftet. Alter. Warnung. Eine Arachnidenkönigin ist in Besitz einer Energiezelle. Und wir wissen ganz genau, wie wir sie kriegen. Locken wir Mama heraus, amigo. Alter, was vergiftet mich hier so fies? Und Spukovieh. Alter, ich musste mir jetzt... 3 oder 4 Dinge reinpfeifen.
Erste Hilfe. Mach die Eiernester kaputt. Das sind diese rot leuchtenden Äste. Schieß auf die Eier, Mann. Rot leuchtenden Äste. Das ist keine rot leuchtenden Äste. Arachnoide Bedrohung erkannt. Was ist denn mit der Knarre los? Seismische Aktivität erkannt. Da kommt sie! Los geht's. Da ist sie. So wurde mir jetzt hier gerade ein Tekton angezeigt. Ich zweifle, dass ich bei der Königin hier einen Tekton machen kann. Ja, ist aber doch klar, dass das nicht geht. Au, au, au. Diese alte Hexe. Wir müssen ein paar Weltraumkabel für uns anzulocken, Bro. Wo ist ein Weg gebaut? Na, da ist hier. Da ist sie, Mann! Wir müssen ein paar Weltraumkarten töten, um sie anzulocken, Bro. Er redet immer von wir. Mit wir meint er wohl er, wir. Scheiße, Mann, die Königin ist da! Schön in den Rücken rotzen. Hab ich dich. Ja, gute Arbeit, Mann! Diese fiese Königin hatte keine Chance, Bro. Verriegelung des Kanals entfernt. Ihr könnt antreten. Oh, ich bin so beeindruckend. So, was gibt's denn hier unten? Meins? Verdammt. Doppelbeins. Ah! Hier ist zu lesen. Große Fortschritte. Das Tramsystem ist jetzt vollständig einsatzbereit. Wir transportieren 1190 Liter Hämolium pro Stunde. Der Weg zum Kontrollzentrum dauert etwa eine halbe Stunde. Ich habe Ents Roboter umprogrammiert, damit sie mehr Transportwagen herstellen. Schon bald kann ich die Produktion verdreifachen und Ents wird mich zweifellos mit einem weiteren Geschenk dafür belohnen. Und du blöder Idiot, geh weg da. Sehr schwer. Ach. Oh mein Gott, diese Schmerzen! Diese Roboter-Schmerzen! Hilf mir! Ernsthaft? Oh ja, kann weitergehen! Hast du noch irgendwas gefunden? Naja, ein paar Items, die man mitnehmen kann wieder. Hat auch keine Heilung.
Nikit. Schwindetrick. Lasernetz. Nö, mehr ist da scheinbar echt nicht. Ist hier oben drauf was? Ja, hier oben drauf ist eine Heilung. Mehr. Nee, ich habe sonst auch nichts gefunden. Dann machen wir mal an die Luke hier. Rein mit dem Ding. Abbaustation B1 hergestellt. Ich wette, das Kind nicht vermisst, hä? Ja, ich würde gern glauben, dass meine Eltern mich vermissen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, haben die wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. Genau wie damals, als ich mit 30 von zu Hause wegge... Mit 30, ja. So, der Verstärker. Saugt Schaden auf. Passt. So. Aber dieses Mal, wenn ich zurückkomme, wird es anders sein. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch auf der Uhr? Will die total übersehen hier, die zwei? Scheint so. Sind nur noch zwei Stück da. Hier die Forschungsstation. Und das Ding in der Mitte. Was soll man machen? Eins davon halt. Ja, das nächste von uns, glaube ich, dürfte die Antenne sein. Na. Ja, völlig anders, Alter. Dann habe ich den Planeten Oder bist du anderer Meinung? Ich glaube, dass eher das hier das nächste ist. Energiezelle. Wir brauchen doch keine Energiezelle mehr. Wir haben 11 Stück. Ne, brauchen. Wir brauchen noch zwei Körperteile, wenn ich das richtig sehe. Ne, eins. Zwei Terminals hochfahren und... Ja, die komischen klatschnicksen Herausforderungen. Oder willst du lieber für dann für heute Feierabend machen und dann ein anderes Mal weitermachen? Na, ich hole mir das Ding nach hinten noch. Welches Ding? Mach mal eine Markierung, damit ich weiß, wo du bist und was du redest. Oh, verdammt, ja. Ach, die Batterie. Ja. Zigaretten, 6 Flaschen Whisky und 6 als Zauberer verkleidete Zwerge, die an der Waffe stehen. Runter. Entschuldige, ich meine natürlich Personen von kleiner Statur, das waren andere Zeiten, Mann. Die Regeln waren 2012 noch ganz anders als heute. Thank you.
passiert ist. Ich habe ihm gesagt, dass Dildo fecht in einem fahrenden Bus keine gute Idee ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Fahrer kriegt das Ding ins Gesicht. Der Bus fuhr eine Klippe runter und ich habe als einziger überlebt. Bombenpflaster. Die Königin hat den Gürtel gegrillt. Da, was ist das? Ja, spielt ihr euch mal gegenseitig. So. Sieh uns nur an, Alter! Zwei Herzensbrecher und Halsabschneider! Wuhuhu! Komm, nehmen wir jetzt auch noch mit die Antenne hier. Ja. Sonst sagst du mir vorher Bescheid. Was machst du denn da unten? Kollege. So, ja, was mache ich denn hier? Das hier einsammeln oder auch nicht? Nein. Irgendwie werden das hier schon wieder nicht weniger. Nein. Und dass hier alles eine Sandwüste ist, ist auch jetzt nicht irgendwie so vorteilhaft. Dass wir hier nicht hochkommen, ist noch weniger vorteilhaft. Alter. So. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Ach, geschafft. Das wackelt hier so, als würde hier ein fetter Wurm rauskommen. Nein! Nee, ich bin ja sowas von nicht da. Tschüss. Was zum Fick? Da friss Granate. Wir nähern uns Antenne B1. Meine Güte! Die Weltraumkrabben haben hier ja ganze Arbeit geleistet, siehst du das? Weißt du, was mich am meisten am Mars ärgert? Keine Ahnung, der Drohnenuntergang mit Lara? Die Weltraumkrabben? Nein, das ist es nicht. Wo sind all die dreibrüstigen Frauen? Ich habe mich wochenlang umgesehen, mein Freund, und nicht eine einzige gesehen. Total Recall? Ja, die totale Lüge. Was? Du weißt, ich liebe dich, aber du bist echt nicht normal. Alter. So, wo geht's denn hier weiter? Da ist ein Vieh hier oben. Da war ein Vieh. Schau mal da.